Gut, also es kommt nochmal ein kleines Programmiertutorial und dazu möchte ich Ihnen aber als allererstes den MNIST-Datensatz vorstellen. Das ist ein Datensatz, den wir noch eine Weile benutzen werden, um damit zu arbeiten und zu spielen. Und dann den Code, wie man ein Data Loader als Iterator mit der Fähigkeit, die Daten zu augmentieren, also mit Augmentation-Fähigkeit in Julia herstellt oder programmiert. So ähnlich können Sie es in anderen Programmiersprachen natürlich auch machen. Ich zeige es eben mal wieder in meiner Lieblingsprogrammiersprache Julia. Gut, das ist der MNIST-Datensatz. MNIST, da oben steht, was es bedeutet, ist ein Datensatz, der ursprünglich von der amerikanischen Post kommt und der gemacht wurde, weil die Post logischerweise Ziffern erkennen muss, die Zahlen zwischen 0 und 9, handgeschrieben auf irgendwelchen Briefchen und Päckchen drauf und natürlich Interesse daran hat, dass man irgendwie eine Maschine findet, die einem das entziffern kann. Der Datensatz ist relativ alt, aber weit verbreitet und Sie werden sehr viele Methoden in Machine Learning finden, die eben mit diesem Datensatz arbeiten und die an diesem Datensatz zeigen, wie sie funktionieren. Deshalb probieren wir den auch aus. Sie sehen, es gibt ganz viele Instanzen der 10 Ziffern. Insgesamt sind im Trainingsdatensatz 60.000 Ziffern drin, also 6.000 pro 0, 6.001, 6.002 und so weiter. Die Bildchen sind alle 28 mal 28 Pixel groß, also relativ klein, ist auch angenehm, da kann man schnell und schön damit spielen. Und es sind Graustufenbilder. Ich habe hier für die Darstellung die Bilder invertiert. In Wirklichkeit ist der Rand, der Hintergrund natürlich 0, also in der Darstellung wäre es schwarz und die Buchstaben sind dann in hell drauf mit der größten Helligkeit 1, also Werte zwischen 0 und 1. An die Daten, auch sehr schön, kommt man sehr, sehr leicht ran. Glaubt, die eleganteste Quelle, wo es das als Textdatei, als CSV-Datei gibt, ist hier bei Kaggle. Sie können aber auch in den meisten Programmiersprachen das direkt aus einem Paket holen. Es gibt für die meisten Programmiersprachen, die ich kenne, überall wo es Machine Learning Pakete gibt, gibt es auch ein Paket, wo diese Daten schon mit drin sind. Also bei TensorFlow ist MNIST schon gleich mit dabei, sowieso zum Beispiel. In R gibt es das MLDatasets-Paket, in Julia gibt es dasselbe MLDatasets-Paket, wo man die Daten direkt laden kann. Das werden wir nachher so machen, ja, dass man die nicht aus der Datei parsen muss. Wäre aber auch nicht schwer, die aus der CSV-Datei zu parsen. Der Datensatz ist relativ einfach zu klassifizieren, da brauchen wir nur kleine neuronale Netze dafür. Das geht wunderbar. Wenn es zu einfach ist, dann geht man auf den nächsten Datensatz, nämlich auf den hier, der heißt MNIST Fashion. Sie sehen, da sind jetzt statt den Ziffern von 0 bis 9, sind da Kleidungsstücke dargestellt. Die sind natürlich nicht ganz so leicht zu erkennen wie die Ziffern. Das Schöne aber ist, der Datensatz, der ist technisch völlig kompatibel zum MNIST-Datensatz. Ja, das sind gleich viele Trainings- und Testmuster, die es da gibt. Die sind auch 28 x 28 Pixel groß. Das heißt, ein neuronales Netz, das Sie für MNIST programmiert haben, können Sie auch direkt für MNIST Fashion verwenden. Nur, dass MNIST Fashion eben schwieriger ist. Und das werden wir dann auch benutzen, um eben ein schwierigeres Problem noch lösen zu können. Also, das sind mal die zwei wichtigen Datensätze. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir an den Rechner und legen los. Gut, dann machen wir mal nochmal eine kleine Programmiersession. Wieder in Julia, nicht um Sie zu ärgern, sondern damit jeder auf dem gleichen Stand ist, damit wirklich jeder von Anfang an mitkommen kann. Und Julia hat ja den Vorteil, dass es sehr schön strukturiert ist und alles viel klarer noch ist als zum Beispiel in Python, sodass man später leicht das, was Sie in Julia lernen können, Sie leicht auf beliebige andere Programmiersprachen nachher übertragen. Also, ich brauche als erstes ein paar Pakete, die habe ich mir schon hingeschrieben. In ML-Datasets sind ganz viele Datensätze drin, die wir zum Spielen so verwenden können. In Random, gut, das ist so für die Zufallszahlen. Die Plots brauche ich wieder, weil ich vielleicht mal was plotten will. Und ich hole mir wieder das Knet-Paket. Das sind meine Helferlein-Funktionen, die ich verwenden kann, um mir das Leben ein bisschen einfacher zu machen, dass ich nicht alles selbst machen muss. Ja? Wir werden später auch solche Funktionen wie Make-Mini-Batches und die ganzen Optimierer als Helferlein aus Knet raus verwenden. Aber zunächst wollen wir ja verstehen, wie das alles funktioniert. Deshalb machen wir es zunächst auf jeden Fall alles erstmal selber. Also, wenn ich den MNIST-Datensatz habe, Sie sehen die Syntax, auf diese Art und Weise mit dem Doppelpunkt kann ich nur dieses eine Objekt aus dem MLDatasets mir in den Namensraum holen und nicht gleich alles, weil das genügt ja aus, auch mehr will ich nicht. Es gibt eine Train-Data-Funktion, Train-Data, der kann ich noch angeben, in welchem Zahlenformat ich die Trainingsdaten haben will. Wir gehen jetzt langsam mal dazu über, generell Float32 zu nehmen, weil für die GPUs, die wir später verwenden werden, da braucht man eh Float32. Deshalb hat sich das so eingebürgert, dass man, wenn man mit künstlichen neuronalen Netzen arbeitet, macht man einfach alles für Float32. Sie können natürlich jetzt auch mit Float64 arbeiten noch, solange es auf der CPU ist. Aber wenn Sie Ihr Ding dann nachher auf eine GPU bringen wollen, dann geht es halt nicht. Also deshalb, wir starten gleich mit Float32. Manchmal ist es schlecht. Klar, die Genauigkeit ist kleiner und wir merken das auch. Aber es hilft nichts. Ja? Die GPUs sind halt nun mal so. So, die Funktion hier, die gibt uns zwei Tupel zurück, nämlich die Trainingsdaten und den Teaching Input. Ja, die y-Werte gibt es uns auch gleich zurück. Ja, wenn ich das Enter sage, dann lädt er mir die Daten. Und Sie sehen hier schön angezeigt in Atom, in der Atom-IDE, das ist ein Tensor, der zurückkommt. Der besteht aus 28 mal 28 mal 60.000. Ja, ich kann auch reingucken, dann sehen wir hier diesen 28 mal 28 Tensor. Das sind unsere Bildchen, die 28 mal 28 Pixel groß sind, und von diesen Bildchen haben wir jetzt quasi einen Stapel von 60.000 Stück, die so in der dritten Dimension aufeinander drauf liegen. Ja, y ist ein Vektor der Länge 60.000 aus int 64. Das ist unser Teaching Input, ja, nicht one-hot codiert. Davon hatten wir es ja schon mal. Genau. Ja, kann man hier auch auf der REPL das angucken, ja, x. Dann sieht man eben auch hier 28 mal 28 mal 60.000. Ich kann mir auch das erste Element natürlich angucken. 1. Das ist jetzt ein 28 mal 28 Array. Ja, und wenn ich jetzt mir das richtig anschauen will, mal wie das eigentlich aussieht, dann mache ich halt eine Heatmap. Die kennen Sie schon, die Heatmap. Sag x1, das erste Element, und ich gebe noch Grace wieder als Symbol hier rein, mit Doppelpunkt geschrieben, und ich sage vielleicht noch Aspect Ratio. Wunderbar, ja, dann bekommen wir die Plots. Ich sortiere mal ein bisschen um, ich hole mir mal die REPL da runter. So, genau. Ja, und jetzt sehen Sie das erste Bildchen, 28 mal 28 Pixel. Das ist eine 5, die sind so verdreht, können wir noch hochkant stellen, aber das ist ja egal. Ja, so kann ich hier durchgehen. Das zweite ist eine 0. Das dritte, was ist das? Eine 4, genau. Das müsste entsprechend auch in dem Vektor drinstehen. Ja, 5, 0, 4. Genau. Ja, der Teaching Input dazu ist richtig. Also, so sehen unsere Daten aus. So, was wollen wir jetzt eigentlich machen? Wir wollen unsere Daten laden, die haben wir schon geladen und jetzt wollen wir trainieren. Bisher haben wir es ja immer so gemacht, dass wir eine Train-Funktion hatten. Na, Train, der geben wir unser Modell und unsere Daten, ja, x, y zum Beispiel. Was ist denn das, was ich hier schreibe? Model wollte ich schreiben, ja. So haben wir es bisher gemacht. Und dann haben wir gesagt, wir trainieren eine Epoche. Ja, eine Epoche heißt, wir trainieren alle Daten, die wir haben, einmal komplett durch. Dazu sagt man eine Epoche. Für unser bisherigen Spielbeispielchen ist das auch gut gegangen. Ja, eine Epoche beim XOR sind 4, kein Problem. Hier ist eine Epoche 60.000, das ist ein bisschen viel. Wir haben nachher vielleicht auch Probleme, da ist eine Epoche 1 Million. Das ist natürlich noch mehr. Es ist auch fraglich, ob tatsächlich unsere GPU mit einem Tensor umgehen kann, der 60.000 Bilder enthält. Ja, die kann unsere GPU auch nicht mehr mit einem Bissen verarbeiten. Und dann kommt die auch an ihre Grenzen und dann ist auch der Performance-Vorteil durch die Tensorarithmetik nicht mehr gegeben. Das heißt, wir müssen unsere Happen für die GPU kleiner machen. Wir machen das nicht mehr epochenweise, sondern, dass der Syntax wieder stimmt, Mini-Batch-weise. Man nennt das Mini-Batches, das heißt, wir schneiden unseren Datensatz in kleinen Schnipsel. Das sind dann vielleicht 100 Patterns drin oder vielleicht auch 1000 Patterns drin. Das passen wir daran an, wie viel unsere GPU schafft. Ja, wenn unsere GPU 1000 schafft, dann geben wir ihr 1000 auf einmal. Wenn unsere GPU nur 100 schafft, dann geben wir eben 100 auf einmal. Die Epoche bleibt natürlich trotzdem dadurch, wenn alle einmal durch sind, ist eine Epoche rum. Aber die einzelnen Runden, die durch die Trainingsfunktion laufen, die sind jetzt eben nicht mehr die ganze Epoche, sondern das sind unsere sogenannten Mini-Batches. Das nennt man einfach hier so. Ja, also Mini-Batch-weise würde heißen, wir müssen jetzt irgendwie sowas schreiben vor Mini-Batch in x, ja, und dann train mini-batch oder model mini-batch, ja, wie auch immer wir unsere Train-Funktion schreiben. Ja, was haben wir jetzt da hingeschrieben? Wir haben eine Schleife hingeschrieben, aber logisch, so eine Vorschleife ist natürlich keine Schleife, sondern ist ein Iterator. Und wie in allen anderen modernen Programmiersprachen, Mini-Batch, ja, wie in allen anderen Programmiersprachen kann man sich anschauen, was heißt denn das, wenn ich so eine Vorschleife hinschreibe. Das heißt, jetzt eben, nimm jedes Element aus X und für Train einmal für jedes Element aus. Also X muss irgendeine Kollektion sein oder irgendwas. Tatsächlich lässt der Formalismus hier allerdings zu, dass dieses X gar nicht unbedingt eine Kollektion aus Einzelstücken sein muss, sondern ich kann dieser Vorschleife, diesem Iterator, eben auch einen Iterator oder ein iterierbares Objekt unterjubeln, das die Elemente gar noch nicht enthält, sondern dass die Elemente jedes Mal, wenn die Schleife das nächste haben will, ihn generiert. Und das ist was, was wir brauchen. Vor allem brauchen wir das für das Augmentation nachher. Das heißt, wir schauen uns als erstes mal an, was heißt denn in Julia so eine Vorschleife. Wie gesagt, das sieht so ähnlich aus eigentlich wie zum Beispiel in Java. Das müssten Sie alle wissen, war zumindest früher im ersten Semester Stoff, Iteratoren in Java. Also, wenn ich hinschreibe for i in x, dann ist das eigentlich nur die Kurzschreibweise für it, irgendeinem Ding it gleich iterate x, das heißt, ich rufe eine Funktion, eine Methode auf, die iterate heißt. Die soll mir was zurückliefern. Ja? Und wenn dieses was zurückkommt, nothing ist, dann bin ich fertig. Ja, das ist ein, nothing ist ein Wert innerhalb von Julia, und wenn mein Ding nothing zurückliefert, dann heißt es einfach, ich bin fertig. Ja? Ich habe kein Element mehr, um es dir zu geben. Wenn das nicht nothing ist, dann sollen es zwei Werte zurückliefern, nämlich erstens mal den Inhalt, also das nächste Element, und dann den State, das heißt die Information darüber, wo in meinem Iterator bin ich denn. Ja, wenn ich eine Liste habe, dann ist der State eben 1, 2, 3, 4, 5, damit die Schleife beim nächsten Durchgang weiß, auf welches Element muss ich denn als nächstes zugreifen. Und dann kommt am Ende der While-Schleife eben wieder, holen wir das nächste Element, und Sie sehen, jetzt brauche ich eine zweite Iterate-Funktion, die bekommt das Objekt, das iteriert werden soll, und das Element, das ich von diesem Objekt haben will. Das ist klingt ein bisschen kompliziert, dass wir hier in Julia 2 Iterate-Funktionen brauchen. Das ist auch etwas außergewöhnlich, ist aber ganz praktisch, weil man ganz oft beim ersten Mal was anderes machen will als sonst. Sie müssen sich das müssen Sie auch nicht dauernd im Hinterkopf haben, weil das passiert ja unter der Haube. Ja? Das Ganze hier müssen Sie nie hinschreiben, Sie schreiben einfach hin vor i in x, und Sie müssen aber wissen, tatsächlich passiert das hier. Ja? Okay, das heißt, wir brauchen ein Objekt x, das iterierbar ist. Ja? Das heißt, man könnte sagen, oder man sagt es auch, das Objekt X muss das Interface Iterator bedienen oder implementieren, und in Julia, in der Julia-artigen Objektorientierung, heißt das nichts anderes, als es muss dann nachher eine Funktion Iterate geben, die für diese spezielle Implementierung gibt, für ein Element von diesem Typ, das ich hier übergebe. Ja, wenn es diese Implementierung von Iterate gibt, dann kann man das Ding iterieren und fertig. Ja, Sie sehen also, man braucht hier keine Liste, um diese für die Vorschleife zu verwenden, sondern man braucht nur irgendein Objekt, für das so eine Iterate-Funktion definiert ist, oder beziehungsweise zwei dieser Iterate-Funktionen definiert sind. Also brauchen wir so ein Objekt. Ja, wie man Objekte, wie man Typen baut in Julia, das wissen Sie schon. Also machen wir das. Wir schreiben struct und nennen das irgendwie, ich nenne es mal MNIST Data, und da schreibe ich jetzt alles rein, was mich irgendwie interessiert. Ja? Ich schreibe rein, das X und das Y, klar. Ich schreibe aber auch rein die Batch Size, weil die ist interessant, also wie viele Elemente sollen in einer Batch drin sein. Ich schreibe vielleicht auch rein, wie viele Batches das sind. Und ich schreibe noch rein, wie viele Samples ich habe. Das ist ein bisschen redundant, aber lassen wir es mal so. Es sind alles Dinge, die man brauchen kann, wenn man das Objekt nachher benutzt. Und ich schreibe noch rein eine boolsche Variable, die mir speichert, ob die Elemente immer in der gleichen Reihenfolge kommen sollen oder ob die gemischt werden sollen jedes Mal. Ja, das wäre vielleicht ganz intelligent, weil ich brauche hier eigentlich für meine neuronalen Netze ja zufällige Reihenfolge von Trainingsmustern, und das wäre eigentlich ganz clever, wenn mein Iterator das gleich machen würde, und der mir einfach die jedes Mal, wenn ich ihn frage, in einer anderen Reihenfolge liefert. Okay, das ist meine Structure. Wenn man in Julia Structures macht, muss man immer ein bisschen aufpassen. Die sind nämlich immutable. Was ist da der Hintergrund? Da ärgern sich die Leute immer, dass Structures immutable sind. Das hat aber tatsächlich einen Grund, weil Julia versucht, effizient zu sein und schnell zu sein. Und deswegen speichert Julia Arrays nach Möglichkeit so ab wie C und nicht so wie Java. Ja, in Java ist jedes Array immer automatisch mit Pointern. Ja? Jedes Element ist ein Pointer auf irgendwas, und wenn es mehrdimensionale Arrays sind, dann sind es Pointer auf Pointer, und wenn es Pointer auf Pointer auf Pointer, und das muss natürlich jedes Mal, wenn man auf die Elemente zugreift, muss das aufgelöst werden. C macht es anders. In C steht auch eine Struct, einfach direkt im Array an der Stelle, ja, da steht ein Element E1 im Speicher, und dann steht direkt dahinter im Speicher das nächste Element und der nächste direkt dahinter im Speicher wieder das nächste Element. Und ich kann deshalb in C eben diese Speicherarithmetik machen, dass ich sage, gehe einfach um so viel Byte weiter, wie meine Struct groß ist, und dort findest du das nächste Element, und zwar die Daten vom nächsten Element, nicht nur einen Pointer. Und das ist natürlich viel effizienter und geht viel schneller, als wenn ich immer Pointer auflösen muss. Und Julia versucht das auch zu machen, aber das geht natürlich nur, wenn die Struct eine feste Größe hat. Und damit die Struct eine feste Größe hat, muss die immutable sein. Wenn ich meine Struct mutable mache, dann kann die ja, während das Programm läuft, ihre Größe ändern. Dann kann ich die verändern. Und dann ist so eine effiziente Speicherung nicht mehr möglich. Man kann Struct immutable machen. Ich muss da nur immutable davor schreiben. Dann wird es halt langsamer. Ja, deshalb lassen wir die mutable und achten aber drauf, dass wir es gleich richtig machen, weil man kann sie nicht mehr ändern. Okay, wir brauchen noch einen Konstruktor. Den Konstruktor baue ich jetzt hier mal mit der ausführlichen Schreibweise von MNIST Data, weil der ein bisschen länger wird. Was übergebe ich dem? Ja gut, die X und Y braucht er auf jeden Fall. Ich übergebe ihm, wie groß meine Mini-Batch tatsächlich sein soll, damit ich, wenn ich so eine Struktur anlege, sagen kann, ich möchte eine Mini-Batch der Größe 100, eine Mini-Batch-Size oder eine Mini-Batch-Size der Größe 1000. Und ich gebe noch an, ob das ganze Ding geordnet oder ungeordnet sein soll. Okay. Alles, was ich jetzt machen muss, ist, ich muss diese Werte berechnen, die ich hier brauche. Ja, also die Batchgröße steht da. Wie viele Batches brauche ich? Das ist eigentlich das, was mich interessiert. Also ich gucke erstmal, wie viele Samples habe ich denn? Da kann ich einfach in mein Y reingucken. Ja, wenn man es sauber macht, könnte man noch sicherstellen, dass X und Y auch gleich lang sind. Die müssen gleich lang sein, aber wir gehen mal davon aus, wir sorgen dafür. Dann brauche ich in Batches gleich, ja, wie mache ich das? Die Länge, also ich nehme jetzt n geteilt durch die Größe und das Ganze aber als gerundete Division, als Integer-Division, sodass ich, ja, weil die Zahl der Batches kann ja nicht 1,5 sein, sondern nur 1 oder 2. Also die Integer-Division hier in Julia, die schreibe ich mit dem div-Operator. Also ndiv mb-size habe ich es genannt. Das sind meine Batches. Und jetzt, wenn man kurz drüber nachdenkt, kommt man drauf, muss ich noch drauf achten. Es kann passieren, oder es wird sogar der Normalfall sein, dass ich dann einen Überhang habe. Ja? Also wenn ich 10 Elemente habe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mein n ist 10 und ich mache 3 Mini-Batches, ich mache Mini-Batch-Size 3 oder sagen wir Mini-Batch-Size 4, ja, dann bekomme ich 1, 2, das ist das Ergebnis meiner Division, 10, die 4 ist 2 und jetzt bleibt aber noch ein Rest übrig und das sagt man jetzt, ja, die wollen wir schon auch noch haben, das heißt, die Mini-Batch-Size, die ist um 1 größer als das, was da rauskommt, außer es geht auf, ja, wenn ich Mini-Batch-Size 5 sage, dann kriege ich auch 2 und dann gibt es keinen Rest. Also muss ich das entsprechend machen. Also fn, das machen wir mit dem Modulo-Operator. Ja, fn modulo mb size größer 0. Also wenn das nicht aufgeht, dann sage ich m batches plus gleich 1 um 1 größer. So. Alles, was mir jetzt noch fehlt, ist der echte Konstruktoraufruf, also der Aufruf des Standardkonstruktors, um das Objekt tatsächlich zu machen. Das mache ich wieder einfach mit new. Da ich im Objekt drin bin, weiß der Compiler, welches new hier gemeint ist. Und dem muss ich jetzt einfach alles in der richtigen Reihenfolge übergeben. Also die Batch Size, die N Batches, die N Samples, die heißen bei mir einfach N. Dann unser Ordered, das speichern wir einfach ab, wie es reinkommt. Und X und Y modifizieren wir gar nicht. Das lassen wir einfach, wie es ist. Okay, jetzt gucke ich es mir nochmal an, ob kein Fehler drin ist, weil, wie gesagt, immutable, wenn es falsch ist, dann muss ich die Session neu starten. Man kann natürlich auch, solange man entwickelt, alle Structures erstmal immutable machen, damit man sie ändern kann. Und erst, wenn es dann produktiv wird, das Immutable rausnehmen, wenn man weiß, dass man keinen Fehler drin hat. Aber ich bin mir jetzt einfach mal sicher und probiere es. So, dann habe ich da unten vorher schon mal angefangen zu schreiben, kann ich ein Objekt machen. Ja, dann nehme ich jetzt meinen Konstruktor MNIST-Data und der Konstruktor, der bekommt einen X und einen Y. Das heißt, ich brauche einen X. Und Y, die habe ich ja, sonst hole ich sie mir nochmal aus dem Loader hier, XY gleich MNIST-Train-Data, also die habe ich. Und dann die MB-Size, das sage ich jetzt mal, ich mache sie mal klein, damit wir es sehen, und ja, das war's. Ja, ordered brauche ich nicht, das lassen wir auf Fails. Enter. Nein, Batch Size not defined. MB Size, ach ja, okay. MB Size. Okay. Meine Konstruktorfunktion kann ich natürlich ändern, weil die beeinflusst nicht, wie groß mein Objekt ist. Ja? Das ist eine Referenz da innen drin, das heißt, die Referenzen in meinem Objekt kann ich ändern. Okay, jetzt kann ich MNIST-Data laden, wunderbar. Und wenn ich da reingucke, dann sehe ich, okay, Batch Size 4, 15.000 Batches, bei 60.000 Samples nicht geordert, und wir haben den X-Tensor und den Y-Vektor. Ich zeige Ihnen nochmal ein bisschen Syntaxzucker. Ich kann nämlich zum Beispiel auch sowas schreiben in Julia, xtran gleich MNIST-Data, und jetzt einfach meinen Loader aufrufen, MNIST.trainData Load 32. Die Methode liefert mir einen 2-Tupel zurück, 2 Werte. Das könnte ja passen, passt aber natürlich nicht, weil mein Konstruktor, der erwartet da kein Tupel, sondern der erwartet da 2 Werte. Da gibt es jetzt einen Operator dafür, der Kollektionen expandiert zu Einzelwerten. Das sind die 3 Punkte hier. Also wenn ich hier die 3 Punkte hinschreibe, dann wird das Tupel, das mir Train-Data zurückliefert, aufgebrochen in 2 Einzelwerte, und die 2 Einzelwerte werden übergeben, und das müsste dann eigentlich funktionieren, tut's aber nicht. Weil die Mini-Batch-Size fehlt. Ja, okay. Die Mini-Batch-Size, die brauche ich natürlich trotzdem noch. Okay, also ich kann das auch direkt, ja, Sie sehen, es funktioniert, ich kann das auch direkt aufrufen. Ich muss mir mein X und Y nicht vorher zwischenspeichern, mit Hilfe von diesem Operator, der jedes iterierbare Objekt entgegennimmt und das expandiert in Einzelwerte und die dann übergibt. Das geht deshalb ganz gut, weil das, was hier in der roten Klammer drin ist, Das ist tatsächlich auch nichts anderes als ein Tupel. Ja? Das runde Klammer und Werte mit Komma getrennt innen drin ist ein Tupel in jeder Programmiersprache. Und die Argumentliste ist deshalb einfach auch ein Tupel. Das heißt, hier wird nur mit Tupeln gespielt. Was braucht man noch? Wir wollen ja sowas schreiben wie for minibatch in train. Ich nenne das hier train, dann nennen wir es mal. Es hat keinen Sinn, das x-train zu nennen, weil ja x und y drin ist in dem Zeugs. Ja? Also, for mb in train, mach irgendwas. Das heißt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass unser Objekt train, tn, vom Typ MNIST-Data, dass das iterierbar ist. Und wie gesagt, dazu muss ich diese Iterate-Funktionen, diese beiden Iterate-Funktionen machen. Das machen wir jetzt. Also, da Iterate eine Funktion ist, die im Paket Base von Julia definiert ist, muss ich die explizit importieren, wenn ich sie überladen will. Macht Sinn, dass man keine Standardbibliothekfunktion einfach so überlädt. Ja, also, ich kann es machen, aber ich muss das explizit machen. Also, iterate. Das importiere ich jetzt mal. So, und jetzt kann ich die Funktion schreiben. Function base.iterate. Und ich gebe als Argument jetzt an meinen Datensatz, ich nenne ihn mal D, und der ist vom Typ MNIST-Data. Das ist jetzt genau der Fall, in dem es sinnvoll ist und auch wichtig, dass man bei der Funktionsdefinition die Typen der Argumente angibt. Ja, weil jetzt schreibe ich nicht eine Funktion, die ich nachher halt benutzen will mit irgendwas, sondern jetzt schreibe ich eine Funktion, die genau, oder eine Methode, die genau dann ausgeführt werden soll, wenn das Argument diesen Typ hat. Nur wenn das Argument diesen Typ hat, wird die Methode ausgeführt. So, und im Prinzip kann ich da einfach nur schreiben, okay, mein neuer State, der ist ja neu hier, der soll sein 1, und dann sage ich return iterate, na, was schreibe ich denn hier? Return iterate the state. Das heißt, ich rufe die zweite Funktion, die ich gleich auch noch schreibe, auf, die mir das D-Element, das State-Element von D liefert. Ich kann aber hier vielleicht noch ein bisschen Initialisierung treiben, nämlich, ich habe ja dieses Order da drin, also prüfe ich mal nach, ob geordnet oder nicht geordnet sein soll, und wenn ich das ungeordnet haben will, dann frage ich halt, also if not deordered, dann mischen wir alles durcheinander. Ja, also ich glaube jeder Informatiker hat eine eigene Standardweise, wie er Arrays und Kollektionen mischt. Da ich auch in meinem Leben viel R programmiert habe, mache ich das noch so ein bisschen ähnlich, wie man das in der R-Welt macht, weil ich das eigentlich ganz schön finde. Ich mache mir einen Indexvektor, der alle Indizes enthält, die so viel wie eben in meiner Kollektion, die ich durcheinander würfeln will, drin sind. Und dann shuffle ich den. Das bedeutet, da sind jetzt alle Zahlen drin von 1 bis 60.000 und die werden durch Shuffle durcheinander gewürfelt. Und jetzt kann ich diesen Indexvektor benutzen, um mein Array umzusortieren. Ja, jetzt kann ich schreiben x gleich x. Und ich will das auf den letzten Index anwenden, also Doppelpunkt, Doppelpunkt, idx. Ja, und ich kann jetzt natürlich denselben Indexvektor auf mein y anwenden, gleich y idx. Das ist nur ein eindimensionaler Vektor, also kein Problem. So, jetzt habe ich sichergestellt, dass immer, wenn der Iterator neu anfängt, wird neu gemischt. Das Ganze ist natürlich für Big Data nicht so ganz super gut. Da würde man es vielleicht anders machen. Ich würde vielleicht sowas schreiben dann wie View X. irgendwie meine Tastatur prellt, wie man sieht. Okay. Also x Doppelpunkt Doppelpunkt idx. Das macht genau das, was man denkt, was es macht. Es macht eine View auf die Daten. Ja, wenn ich x gleich x idx schreibe, dann bekomme ich eine Kopie meines gesamten Tensors, was eventuell nicht so gut ist, weil das zusätzlich Speicher braucht. Wenn ich das mit als View definiere, dann bekomme ich einen Tensor, der nur besteht aus einer neuen View in die Originaldaten rein. Ja, das ist ganz praktisch, weil damit kann ich mir Daten umsortieren, ohne dass ich sie tatsächlich anfassen muss. Dann werden die Daten selbst nicht angefasst. Ja, uns ist es jetzt egal, wir arbeiten hier mit relativ wenig Daten, da können wir das einfach so machen. So. Ja, jetzt haben wir unsere erste Iterate-Funktion und wir haben gleich genutzt, dass wir hier initialisieren können. Ja, wir ordnen jedes Mal neu. Brauchen wir unsere zweite Iterate-Funktion. Also nochmal Function, Iterate, und die soll auch ein Objekt vom Typ MNIST-Data bekommen, aber auch den State. Also an welchem Ort bin ich. Und gleich ein Element noch mit rein, dass da nichts passiert. Welches Element soll er denn liefern? So, und jetzt muss ich natürlich aufpassen. Als erstes mache ich mal das Abbruchkriterium rein, also if State größer als so viel wie ich Daten habe, also d.n Patches, wenn ich alle Patches abgerufen habe, die es gibt, dann soll ich was machen, return nothing, dann gebe ich einfach nothing zurück und fertig, ja, dann ist der Iterator fertig. In jedem anderen Fall übergebe ich jetzt die so und so viel der Mini-Batch. Eben, wenn State 1 ist, übergebe ich die erste, wenn State 2 ist, übergebe ich die zweite und so weiter. Da können Sie sich jetzt auch ausdenken, wie Sie das machen wollen. Sie können sich jetzt irgendeine Logik ausdenken, wie berechne ich den ersten Index von meiner Mini-Batch. Ja, wenn es der erste Mini-Batch ist, dann fängt die ganz vorne an und dann kommen die ersten 100 zum Beispiel. Und beim zweiten Mal kommen die zweiten 100, also das muss man irgendwie machen. Da muss man aufpassen, dass man hinten nicht drüber rausläuft, dass man nicht irgendwo auf ein Element zugreift, das es nicht mehr gibt. Wie gesagt, ich bin noch ein bisschen R verdorben, deswegen ist mein erster Impuls, ist das so hinzuschreiben. Ich sage, ich mache einfach eine Range und in Julia kann man Ranges mit Schrittweiten versehen. Und ich sage, ich mache eine Range, die fängt an bei State. Die hat eine Schrittweite von n Batches, d. Batches, und die geht so viel wie ich Daten habe, also d.n Samples. Ja, klar, was das ist. Ich habe hier noch meine 10 stehen als Beispiel. Also wenn ich Mini-Batches, wenn ich 2 Mini-Batches machen, aus meinen 10 Zahlen, dann fange ich bei State gleich 1 bei 1 an und gehe dann in 2er Schritten weiter, weil ich ja 2 Mini-Batches machen will. Also nehme ich die 1, die 3, die 5, die 7, die 9 und dann bin ich fertig, weil da kommt nichts mehr. Ja, dann habe ich also 1, 3, 5, 7, 9 in der ersten Mini-Batch. Wenn ich jetzt State gleich 2 habe, dann fange ich bei 2 an und gehe wieder in 2er Schritten, dann ist 2, 4, 6, 8, 10 in der nächsten Mini-Batch. Ja, wenn ich Mini-Batch-Größe, wenn ich sage, ich möchte nur 2 Mini-Batches haben, zum Beispiel, ich möchte 4 Mini-Batches haben, dann muss ich eben sagen, starte bei 1, 1, 2, 3, 4, dann plus 4 ist 5, plus 4 ist 9. Ja, die erste Mini-Batch besteht dann aus 1, 5, 9. Die zweite Mini-Batch fängt bei 2 an, die besteht aus 2, 6, 10 auf 3 Elementen. Die dritte Mini-Batch, die besteht aus 3, 7, nichts mehr. Und die vierte Mini-Batch, die besteht aus 4, 8, auch nichts mehr. Ja? Also ich bekomme immer saubere Mini-Batches. Die letzten sind vielleicht in der Größe nicht mehr richtig, aber ich bekomme nie ein Problem, dass ich auf ein Element zugreife, das es nicht mehr gibt. Ja? Das ist, Nachteil ist, dass ich nicht die ersten 4 kriege. Oder die, ja, aber das ist eigentlich egal, weil ich eh immer sample. Also deshalb, ja, wie gesagt, das ist meine Art und Weise, wie ich sowas schnell hinschreibe, wenn ich mir nicht viel Gedanken machen will. Aber man kann es natürlich auch anders machen. So, und jetzt habe ich wieder einen Indexvektor, wie oben auch, und den kann ich jetzt wieder einfach anwenden und sage x gleich dx, also das x in meinem Objekt drin, das ist eben Doppelpunkt, Doppelpunkt, idx. Ja, alle Bildchen, die auf einen dieser Index matchen, Indizes matchen, und y ist das gleiche, das ist d.y. idx. Okay, und das gebe ich jetzt zurück. Return xy, die gebe ich als Tupel zurück, dass ich beide Werte kriege, dass ich immer xy kriege. Und ich gebe als zweiten Wert zurück Stack plus 1. Ja, weil das nächste Mal soll der nächste Stack kommen. Okay, fast gut, fast gut. Eine Sache fällt mir gerade noch ein. Ja, probieren wir es aber trotzdem erstmal aus. Ja? Ups. Function iterate. Base.iterate. Das will ich haben. So, genau. Okay, der Vorteil an der Geschichte mit diesen Iteratoren ist, es gibt jede Menge Iteration Utilities in allen Programmiersprachen, in Julia auch. Also schauen Sie sich, googeln Sie nach Julia Iteration Tools oder Iteration Utilities, Iterators. Es gibt ganz, ganz viele Hilfsmittel, um mit Iteratoren umzugehen. Und ich habe jetzt mein Objekt hier iterierbar gemacht. Ich mache mal nochmal, nenne das nochmal THN. Okay, das hier. Und kann das zum Beispiel mit First traktieren, dann müsste das erste Element zurückkommen. Nein, x not defined. Wo ist das Problem? X gleich d.x, den muss ich hier natürlich auch so rum definieren. Okay. First. Ja, ja, wunderbar. Ich bekomme die erste Mini-Batch zurück und Sie sehen, die erste Mini-Batch, die besteht aus, ich hatte hier gesagt, die soll aus 4 Pattern bestehen. Also die besteht aus 4 28x28 Matrizen vom Typ Float32 und zusätzlich noch aus den y-Werten mit dem entsprechenden Teaching-Input. Ja. Wenn ich jetzt auf die Werte einzeln zugreifen will, kann ich sagen xy gleich first trn. Und Sie sehen, wenn ich den Iterator nochmal starte, kommen andere zurück. Ne, kommen nicht. Wieso kommen da nicht andere zurück? Gute Frage, dem müssen wir mal noch nachgehen. Ja? Aber ich kann jetzt hier meine X, ich mache mal die Plots zu, die brauchen wir glaube ich nicht mehr, meine X angucken und jetzt sehen Sie, das ist jetzt ein Tensor 48x28 mit 4 oben drauf. Ja? Das ist mein X. Und Ich kann auch hier nur jetzt das erste X angucken, also das erste Muster wieder mit 1 angucken. Ja? Das ist meine Matrix. Das ist natürlich nicht das, was wir brauchen. Ja? Wir brauchen für unser neuronales Netz nicht so einen Input, sondern wir brauchen für unser normales Perzeptron, das wir bisher bauen, brauchen wir eine andere Art Input. Wir brauchen eigentlich die 28 mal 28 Pixel, alle untereinander in einer Spalte, und dann brauchen wir 4 Spalten. Dafür gibt es bei Knet eine Helferlein-Funktion, die heißt mat für Matrix. Ja. Mat macht nichts anderes, als für beliebige Tensoren alle Dimensionen aufzufalten, bis auf die letzte. Die letzte Dimension bleibt erhalten, das gibt die Spalten von der Matrix, und alles andere wird auf die Zeilen aufgespaltet. Also ich sage mal mat von dem Ganzen. Ja, nee, das geht natürlich nicht. Mat von x, muss ich sagen. Mat von x. Und da kommt es raus. Ja? Jetzt habe ich Spalten, die sind 784 lang. Das sind alle 28 mal 28 Pixel. Und ich habe 4 Patterns. Ja, das ist jetzt eine Matrix, die können Sie direkt als Input wieder nehmen für das MLP, das Sie schon gebaut haben. Ja? Genau mit dem gleichen MLP, das wir letzte Woche programmiert haben, können Sie diese Matrix verarbeiten, und das wird funktionieren. Also, man könnte das auch mit dem Reshape erreichen, aber mat ist natürlich eleganter, weil da weiß man genau, was passiert. Beim Reshape ist immer ein bisschen knifflig, ob man das alles richtig schreibt. Wenn es sowas gibt, dann benutzen wir das. Und ja, die Mat-Funktion, die ist so wichtig, die gibt es überall. Ja? Die gibt es auch in der Python-Welt natürlich, das ist klar. Ja, also alle Dimensionen eines Tensors entfernen bis auf die letzte, sodass immer eine Matrix rauskommt. Ja, entsprechend, es gibt auch eine Weg-Funktion natürlich. Ich könnte auch sagen, weg x. Der macht einen eindimensionalen Vektor aus dem ganzen Ding raus. Ja, und entsprechend zu weg gibt es eben mat. Gut. Wunderbar. Das heißt, jetzt können wir iterieren. Ja? Das mit dem First hat es eigentlich schon bewiesen, dass wir iterieren können. Ich kann mal hier einfach einen Iterator aufrufen, auch mit der Schleife vor mb in trn. Ich habe jetzt eine zu kleine Mini-Batch-Size. Warten Sie mal, ich gehe mal hier nach oben und mache eine größere Mini-Batch-Size. Wo sind wir? Da. Ich mache mal Mini-Batch-Size 256, dass ich nicht so viele habe. Ja. Number Batches 1. Was ist hier falsch? I, XY, I, ja, das ist jetzt dumm, ja, also ich habe XY überschrieben, das ist immer, nein, wir machen es anders, wir nehmen den zweiten Aufruf hier, nicht den hier, wir nehmen den hier nehmen wir 256, ja, dann müssen wir nicht auf unser XY achten, und genau, jetzt habe ich 235 Batches, mit der Größe 256. Und jetzt schreibe ich hier einfach mal vor mb in tran. Ein anderes Iteration Tool ist enumerate tran. Das liefert noch den Index jeweils zurück. Dann kann ich sagen printline i and. Jetzt müssten unsere 235 Mini-Batches durchlaufen. Ja? Also ich habe jetzt mein Objekt mit den, wo ist es, das Objekt? Wo ist mein Objekt? Hallo Objekt? Hallo Objekt hier, ja. Mein Objekt, in dem ich meine Daten gespeichert habe, das habe ich jetzt iterierbar gemacht, indem ich diese beiden Iterate-Funktionen hier gebaut habe. Die eine, die nur ein Argument bekommt und die zweite, die noch den State als zweites Argument bekommt. Und damit kann ich jetzt tatsächlich iterieren und jetzt kann ich sowas schreiben wie hier eben, ja, jetzt kann ich schreiben for mb in irgendwas und bekomme jedes Mal eine neue Mini-Batch zurückgeliefert. Ja, ich kann die alle Iteration Utilities auch benutzen, um jetzt damit alles Mögliche noch zu machen, weil das ein ganz normaler Iterator ist. Es gibt einen Reverse, es gibt einen Take-N, dass man nur eine bestimmte Zahl nimmt, es gibt einen Take-Nth, also nimm nur jedes so und so vielte. Es gibt einen Cycle, das einfach immer wieder von vorne anfängt. Es gibt natürlich einen N-Cycle. Ich glaube, für N-Cycle muss ich die Iter-Tools noch mitladen. Und jetzt kann ich hier mal schreiben, enumerate N-Cycle trn, und zwar will ich als N-Cycle trn viermal meine 235 durchcyclen. Jetzt gucken wir mal, ob das geht. Ja, er fängt wieder von vorne an. Jedes Mal, wenn er von vorne anfängt, braucht er kurz, weil er nämlich wieder mischen muss. Und Sie sehen, er hat jetzt, ich bin jetzt bis auf 940 gekommen. Das heißt, ich kann auf diese Art und Weise jetzt auch mehrere Epochen machen. Ja? Diese 4 gibt mir jetzt an die Zahl der Epochen, die ich trainiere. Und ich trainiere aber trotzdem immer Mini-Batchweise. Genau, was könnte ich noch zeigen? Take TRN2 gibt's nicht. Take Toast.take TRN2. Ja, genau. Ja, jetzt bekomme ich 2 Mini-Batches. Beziehungsweise ich bekomme, deshalb ist das ja aus Iterators, ich bekomme einen neuen Iterator zurück, der über 2 Mini-Batches iteriert. Also, das Schöne hier dran wiederum ist, das ist nicht künstliche neuronale Netze, sondern das ist ganz normales Programmieren, was wir hier machen. Und diese Iteratoren sind eine sehr elegante Geschichte, um eben auch künstliche neuronale Netze sehr elegant zu trainieren und immer schön die Kontrolle zu haben über alles, was passiert. Vor allem, Sie haben schon mitgekriegt, was mir wichtig ist. Mir ist wichtig, dass wir immer alles so machen, dass wir genau wissen, was wir tun. Dass man nicht eine Funktion fit aufruft und sagt, ja, ich habe gelesen, die Funktion fit, die macht das alles richtig, sondern dass wir es wirklich so machen, dass wir ganz genau wissen, was da eigentlich passiert. Und ich hoffe, Ihnen geht es wie mir, nämlich dass jedes Mal die Erkenntnis hinkommt, Mensch, das ist ja viel einfacher als gedacht, weil eigentlich ist das alles ganz billige Informatik, was wir hier treiben. Ja? Da ist keine Rocket Science mit dabei. Okay, das war's fast. Was uns noch fehlt, ist die Frage, ich wollte Ihnen eigentlich ja zeigen, wie man jetzt Augmentation macht. Genau, weil dann wird die Sache überhaupt erst sinnvoll. Ja, das machen wir jetzt noch. Das machen wir jetzt noch. Ja? Weil, wo können wir jetzt Augmentation, Sie erinnern sich, es geht darum, dass wir unsere Trainingsmuster jedes Mal, wenn wir sie dem neuronalen Netz geben, ein bisschen modifizieren, sodass nie zweimal exakt das Gleiche kommt. Und wo bauen wir die Augmentation rein? Ja, hier. Ja. Hier ist der Platz für Augmentation. Augmentation, die findet hier statt. Da können wir jetzt zum Beispiel... Ja, was wäre eine einfache Augmentation? Ja, wir maskieren mal mit Null. Ja? Wir legen mal Nullen ein paar Nullen drüber. Das heißt, ich jede zweite Zahl oder jede vierte Zahl irgendwie macht man auf 0. Wie macht man sowas? Ich mache es wieder, R-Stil, Sie entschuldigen es, ich mache es wieder mit einer durch Definition von einer Maske und würde es eigentlich so machen, dass ich einfach Zufallszahlen generiere, sei es x, mal sicherheitshalber auch den hier, ja, also, was schreibe ich hier? Sei es x gibt mir an die Dimensionen meines Vektors x, gehen wir aus, 28 mal 28 mal 60.000 ist aber schlecht, ich will eigentlich x gleich first THN, ich will nur 1 haben, ja, ich bin ja bei einzelnen Muster hier, also x gleich first THN, das ist jetzt eine Mini-Batch, davon will ich nur das erste haben. Ach, nee. Wie kriege ich jetzt ein ordentliches X als Matrix wieder? Das habe ich mir jetzt gerade kaputt gemacht. Dann machen wir den wieder hier. Ja, ich mache mir nochmal die originalen XY ganz vom Anfang. Und jetzt kann ich hier nämlich schreiben x1. Ja, ich gucke mir nochmal unser erstes Pattern an. Genau das hier. Ja, okay. Und sage jetzt mal x gleich x1. So. Ja. Jetzt habe ich in X eine 28x28 Matrix drin stehen, da ist sie. Ja, das hier ist, sie ist nicht ganz komplett, ja, das ist ein Pünktchen dazwischen. Ja. Also eine 28x28 Matrix habe ich und die wollen wir jetzt augmentieren. Ja. Und dann wollte ich gucken, was macht Size X. Das heißt, x macht mir, gibt mir einen Tuple mit den Dimensionen raus und Rand, mit Rand kann ich in Julia direkt mehrdimensionale Arrays bauen. Ja, ich kann also sagen Rand 3, 3, dann bekomme ich ein 3x3 Array mit Zufallszahlen. Ja, also Rand 3, 3, 3, dann bekomme ich ein 3x3x3 Tensor mit Zufallszahlen. Und jetzt kann ich wieder meinen Pünktchen-Operator hier nehmen, um das Ergebnis von Size 2828 in Einzelargumente aufzuspalten und kann das an Rand übergeben. Das heißt, ich bekomme eine Maske, die hat genau die gleiche Dimension, das gleiche Aussehen wie mein X, egal was das war, egal ob das ein Vektor, eine Matrix, ein Tensor oder was auch immer war. Die Maske sieht genau gleich aus und die enthält aber überall Zufallszahlen. Und jetzt kann ich natürlich mit meinem elementweisen Vergleich, mit meinem Broadcasting direkt hergehen und hier Masken setzen, indem ich zum Beispiel sage x gleich x Punkt mal jedes Element mit Mask. Ich glaube, ich habe mal, ist relativ brutal gemacht, größer 0,25. Ja, also wenn Mask größer 0,25 ist, und zwar auch wieder elementweise verglichen, probieren wir aus. Mask not defined, ja klar, logisch. Führen wir es mal aus. Ja, Sie sehen, Mask ist jetzt eine 28x28 Matrix und Mask größer 0,2 ist eine boolsche Matrix, die aus Einsen und Nullen besteht. Ja, das sind jetzt 75% sind Einsen, 25% sind Nullen. Und wenn ich jetzt ausführe x gleich, dann bleibt das ein 28 mal 28 Array. Und da sind jetzt Nullen reingeschrieben. Ja? Da schreibe ich jetzt Nullen rein. Auf die, das Nette ist, das kann ich mit der ganzen Mini-Batch auf einmal machen. Ja? Wenn das ein Tensor ist über die Mini-Batch, mache ich das gleich über die ganze Mini-Batch. Ja, jetzt, das ist mal die erste billige Augmentation, ja, die wir machen. Nullen reinschreiben. Die anderen Augmentation-Methoden sind natürlich schwieriger. Ja, wie gehe ich her und verschiebe die Zahl auf meiner Matrix? Es gibt ein Paket, das Augmentation Tools anbietet bei Julia. Ja, das können Sie gerne auch benutzen, vorausgesetzt Sie binden so ein, dass ich sehe, Sie haben verstanden, was Sie tun. Ja, Sie können gerne das machen. Sie können es auch selber überlegen. Verschieben ist nicht so schwer. Ja, das Muster in dieser 28x28 Matrix um 1, 2, 3, 4, 5 in eine Richtung verschieben, das ist nicht so wirklich schwer. Deshalb können Sie das machen. Aber hier an der Stelle kann man jetzt problemlos beliebiges Augmentation mit reinbauen. Und Sie sehen, wir gehen immer von den gleichen Bildchen aus und verändern die nur kurz bevor wir sie trainieren. Und das ist der Trick an der Sache, weil jetzt hat man tatsächlich die Chance, praktisch unendlich viele Variationen zu bauen. Und eben nicht vergessen, je mehr Variationen, je mehr unterschiedliche Daten, Trainingsdaten, umso besser. Das ist vielleicht tatsächlich die wichtigste Augmentation-Methode, ist mit mehr Daten zu arbeiten. Also die wichtige Regularisierungsmethode, Entschuldigung, ist mit mehr Daten zu arbeiten. Und das schaffen wir halt über diese Augmentiererei. Ja, ich schalte mich mal hier kurz bei Ihnen noch mal mit dazu zum Abschied. Das war's im Großen und Ganzen, was ich Ihnen heute zeigen wollte. Jetzt können Sie loslegen und selbst mal an den MNIST-Datensatz drangehen und mal Ihr neuronales Netz aufbauen, mit dem Sie den MNIST-Datensatz lesen, Mini-Batches machen können und mal beginnen mit einer Augmentation Pipeline in der Übungsaufgabe. Genau. Nächstes Mal machen wir dann entsprechend weiter am Thema. Alles klar. Viel Spaß und bis nächstes Mal. Tschüss.